Jetzt dürfen wir im Sport vorstellen, Praktikant Patrick, ne, das Idol der Rhein-Neckar-Löwen. Das konnten Institutionen und Unternehmen in dieser Woche buchen für einen Arbeitstag oder einen Arbeitseinsatz. Und für seinen ersten ist er am gestrigen Abend in die Kluft des Nachtwächters gefahren, hat also sein Trikot eingetauscht. Warum und wie das weitergeht, das zeigt Ihnen jetzt Philipp Köhl. So kennt man ihn normalerweise nicht. Patrick Krötzky als Nachtwächter in der Heidelberger Altstadt. Der Bundesliga-Profi der Rhein-Neckar-Löwen hat das Trikot gegen ein Kostüm eingetauscht, an das er sich erst einmal gewöhnen muss. Könnte ein bisschen luftiger sein bei 30 Grad hier, aber ich glaube, es kühlt jetzt schon ein bisschen ab und deswegen passt schon. Den ersten von insgesamt 3 Auftritten bei der Aktion, Praktikant Patrick packt an, hat der Weltklasse-Handballer also als Nachtwächter. Eine Aufgabe, die man nicht so einfach im Vorbeigehen erledigt. Deswegen hieß es im Vorfeld für Krötzky: Bücher wälzen. Ja, ich habe schon ein bisschen was versucht noch nachzulesen. Meine Aufgabe ist jetzt hier auch nicht so riesig, also nicht so viel Wissen vonnöten. Ich freue mich eigentlich eher hier noch ein paar Details über Heidelberg, die Stadt, in der ich lange gelebt habe, selbst auch noch ein bisschen was anderes zu erfahren und versuche so viel wie möglich dann heute mitzunehmen. Bedeutet, Praktikant Patrick war nicht auf sich alleine gestellt. Er hatte Unterstützung von Andreas Bolz, der ihm als erfahrener Nachtwächter zur Seite stand. Das Besondere? Die Löwenfans haben auch während der Sommerpause etwas von ihren Lieblingen, denn sie konnten sich für die Stadtführung anmelden und über das historische Heidelberg einiges lernen. Und dann kam der große Auftritt von Praktikant Patrick Krötzky. Über die Kettengasse wusste der Publikumsliebling alles. Vor allem, woher sie ihren Namen hat. Unten ist die Pfaffengasse, durch die wir auch gerade eben gelaufen sind. Dort haben sich früher die Chorherren rumgetrieben, haben bis tief in die Nacht meistens gesoffen. Überraschend irgendwie, dass mir ausgerechnet die Geschichte mit dem Alkohol, weiß auch nicht, woher das kam. Na, da hatte er ja schnell die ersten Lacher auf seiner Seite. War es aber neben dem Entertainment-Faktor auch informativ? Wie fanden die Teilnehmer den Auftritt von Nachtwächter-Praktikant Patrick? Super Stadtführung, sehr informativ, sehr lebendig. Also macht richtig Spaß. Ja. Und Patrick ist ein Mensch zum Greifen und ganz toll. Ganz tapfer, finde ich. Ja. Das ist ja, aber so menschlich, wie er ist, ist auch eben so nah zum Greifen. Ne? Ja, war sehr interessant. Interessante Themenauswahl, ein bisschen überraschend. Aber der Johnny hat sich ganz gut geschlagen, fand ich. Ja. Sah auch sehr interessant aus. Man sieht mal, wie groß und schlank. Ja, also die Verkleidung ist toll, steht ihm auch. Er könnte richtig Filmstar sein. Nach so viel Lob steht einer nächsten Auflage als Nachtwächter doch eigentlich nichts mehr im Wege, oder? Ja, vielleicht nicht unbedingt mit dem Thema Mittelalter. Ich glaube, da gibt es noch ein paar andere Jahrzehnte, Jahrhunderte, die auch noch schön zu erzählen wären. Aber ja, hat Spaß gemacht und ich bin ein Geschichtsfreund und freue mich immer, noch neue Sachen von noch früher zu hören. Das klingt doch nach einer Fortsetzung. Aber zunächst stehen für Krötzky noch 2 weitere Praktika an. Der Ernst des Lebens beginnt dann am Montag. Spätestens dann tauscht er rechts außen seine Praktikumskleidung wieder in sein Trikot ein. Denn die Löwen starten in die Saisonvorbereitung.